Yo, Leute, was geht? Ich bin mal wieder euer Fimi und heute mal wieder zu einem neuen Video. Und als erstes, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfesttage. Und ja, ich bin ein bisschen erkältet, aber das macht natürlich nichts, denn es war Weihnachten und so. Aber ihr seht schon im Hintergrund übrigens ein Overwatch-Gameplay, ja, kein FIFA. Und wir nehmen als erstes Bastion. Ich werde eigentlich einfach nur labern jetzt hier, euch ein bisschen was erzählen. Aber manchmal auch aufs Gameplay eingehen, denn... Okay, ich bin nicht der Beste, das sage ich vorab. Also nicht wundern, dass ich manchmal so scheiße bin. Auf jeden Fall war Weihnachten. So, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachtstage. Schönen Heiligabend, war natürlich in der Kirche, so wie ich. Ganz vorbildlich hier. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, ihr habt die Zeit genossen. Mit eurer Familie auch. Und ich habe es auf jeden Fall getan. Aber, ja, jetzt kamen ja lange keine Videos, aber jetzt werden wieder welche kommen, hoffe ich zumindest, regelmäßig, denn ich habe jetzt auch Ferien natürlich, also Weihnachten, wer hat keine Ferien, ist die Frage, und da versuche ich natürlich wieder neue Videos zu produzieren für euch, da es einfach Spaß macht, und, ja, das ist einfach ein wirkliches Hobby schon fast geworden von mir. Auch wenn ich manchmal unregelmäßig bin. Na, tut mir leid wegen meiner Nase, ja, aber ihr wisst schon, wie das ist, erkältet zu sein, ne? Auf jeden Fall habe ich schon ein Video aufgenommen. Und zwar, welche neue Serie starten. Da geht es um Nation Changes von Spielern. Also, wie sie sich umentschieden hätten. Also, wie sie sich umentscheiden können zum Beispiel. Oder es hätten tun können damals. Die erste Folge wird über Deutschland sein, also deutsche Nationalspieler, die auch eine andere Nationalität haben. Ist eine interessante Serie, mache ich alles in FIFA, im Dream Squad und dann stelle ich euch die Spieler vor und welche Nationalität sie haben könnten und wieso das auch so ist. Hier seht ihr, ich bin schon sofort gestorben, wie so ein Noob, ey. Ist ja unfassbar hier. Aber ich sage, da wird noch eine für mich als Noob gute Szene gleich im Gameplay, also was heißt gleich, später im Gameplay kommen, also bitte bleibt dran. Ungefähr Minute 6, glaube ich. Das war für mich schon Killer, ne? Wahrscheinlich für alle anderen normal, aber für mich war das schon übel da. Aber auf jeden Fall, ja genau, FIFA-Serie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Road to Glory, ich weiß nicht, ob ich weitermachen soll. Ich weiß, ich habe nur 3 oder 4 Folgen gebracht, aber das ist immer extrem viel Arbeit zum Schneiden, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich sitze an einem Spiel eine Stunde oder so. Insgesamt 2,5 Stunden schneide ich da wie keine Ahnung was. Und dann auch auf meinem Eierkopf-Laptop. Der stürzt dann ab, der schmiert ab. Ich habe vergessen zu speichern, alles von neu machen. Ist mir auch schon passiert. Und das feiere ich einfach gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich raste immer richtig aus. Aber so ist das halt. Und ja, deswegen muss ich überlegen, was ich mit der Road to Glory mache. Aber auf jeden Fall wird diese Nation Change Serie kommen. Ich weiß noch nicht, wie sie heißt. Irgendwie so, ja, Deutschland, wie es hätte sein können. Oder so wird die erste Folge, denke ich mal, heißen. Wäre, glaube ich, ein ganz passender Name. Und weiterhin weiß ich nicht. Natürlich 7-Minute Squads werde ich noch machen. Das ist nicht so aufwendig zu schneiden eigentlich. Und 7-Minute Squads, diese Serie, Road to Glory, muss ich gucken. Ich wollte vielleicht ein paar Spiele einfach so aufnehmen, wie ich skille, denn ich bin auch so ein Möchtegern-Skiller, ihr kennt's. Aber ja, ich muss auf jeden Fall mal gucken, ob das auch noch was wird, denn ja, wie schon gesagt, ich bin nur ein Möchtegern-Skiller. Also ich kann schon eigentlich viele Skills, aber naja, ich muss gucken, wie ich das mache. Wenn ihr das wollt, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Aber ja, ihr könnt mir auch von mir aus neue Serien, Vorschläge reinschreiben nach unten, da bin ich immer offen für alles. Und ich würde sagen, das reicht erstmal mit dem Geplaudere über meine Serien. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Weihnachten, würde ich mal sagen. Und zwar, natürlich hoffe ich, ihr habt die Zeit mit der Familie verbracht, denn sie ist das Wichtigste im Leben, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall sind sie natürlich immer da, wenn ihr sie braucht und sowas. Also Familie ist einfach wirklich wichtig, hat uns schon der Werte her, Vin Diesel, Dominic Toretto, auf jeden Fall Toretto, Don, gelehrt in Fast and Furious. Apropos, es kommt ja bald der 8. Teil raus. Geht ihr da eigentlich ins Kino? Ich denke mal schon, denn ich liebe diese Serie eigentlich.
Jedoch finde ich das ein bisschen zu viel jetzt im Trailer schon so Action und so. Und fast gar keine Rennen mehr. Also so wie in Tokyo Drift war übel der Teil. Und da ging es auch richtig um Rennen und sowas. Jetzt ist es richtig Michael Bay, Alter. Aber ist ja egal, ne? Auf jeden Fall sitze ich gerade hier schon ein bisschen ab mit Farah, wie sie heißt. Auf jeden Fall mehr als Sebastian im Gameplay. Aber wie schon gesagt, Familie ist das Wichtigste. Vergesst es niemals. Und ja, ich hoffe, ihr habt natürlich die Zeit wirklich genossen mit der Familie. Wenn ihr überhaupt Familie habt. Ich weiß ja nicht. Also ist eigentlich auch nicht witzig, aber ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit und also geht ihr ins Kino, Fast and Furious? Habt ihr schon Rogue One gesehen? Ich glaube, ich noch nicht. Also ich noch nicht, aber ich bin auch ein Star Wars Fan, aber jetzt werde ich langsam hier abgehen, ihr seht's schon. Und das war's mit Weihnachtsgeplapper, jetzt mal ein bisschen aufs Gameplay eingehen. Hier, erster Kill von mir. Dann schaue ich hier ein bisschen rum. Ihr merkt doch schon, die Musik geht schon langsam ab. Ja, da habe ich schon alles hier geschnitten, werde ich schon machen noch. Auf jeden Fall bisschen, ihr merkt schon, unkoordiniert dieses Commentary zum Gameplay. Aber hier fast wieder ein Kill von mir. Und da oben jetzt kommt der Schuss. Ja, ist ein Kill. Das ist der Kill. Mit Farah geht schon ab. Und ihr merkt schon, da kommt hier der Fettsack da. Ich kill den. Ja, ist der Kill. Und da haben wir unsere Ultimate-Attacke. Und wir ballern mal los. Und das ist ein Doppelkill. Also drei Kills. Ein Triple-Kill innerhalb von, ja, halt ein Triple-Kill. Das war meine beste Szene bis jetzt. Und ich kann es nicht glauben. Das war einfach Hammer, als ich das gespielt habe. Ist wahrscheinlich für alle anderen Spieler normal, aber da ich so ein Noob bin eigentlich, war das für mich schon ziemlich krass, diese Aktion gerade eben mit Farah. Und jetzt ist auch schon das Spiel um, Verlängerung steht hier, aber ich komme in den Raum, wo alle sind und auf einmal Sieg. Ja, die Verlängerung hat gerade mal 2 Sekunden gedauert oder so. Perfekt auf jeden Fall, aber egal, hier sehen wir mein Team. Ich bin da ganz links, hier Farah. Und wir haben gewonnen. Das war das Highlight des Spiels, wird jetzt hier gezeigt. Und ich finde, die hätten auch meine Aktion nehmen können. Er haut hier einfach nur einen normalen Kill raus. Und dann nimmt er sein Ultimate und der Doppelkill. Also, ich weiß ja nicht. Da hätte man auch meins nehmen können, oder? Meine Action, Alter, meine Aktion. Was sagt ihr? Aber egal. Ich stimme hier ab für unseren Winston, auf jeden Fall. Der hat immer gut alles geblockt und so. Und ja, ihr merkt halt wirklich schon, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich laber hier immer kreuz und quer über jedes Thema. Aber 14 zu 4, naja, ist okay. Für mich ist das schon ganz okay. Mit Farah 10-2, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber dann ist auch schon das Gameplay vorbei. Und deswegen beende ich auch hier schon das Video. Ich habe es ein bisschen in die Länge gezogen, aber auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen. Und zwar ist das mein Comeback und es werden wieder regelmäßig Videos kommen, also abonnieren, um nichts zu verpassen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare irgendwelche Serien, Vorschläge. Von mir ist auch mit Overwatch oder mit FIFA. Aber jetzt bin ich raus. Bis dann. Ciao.